Naja, ich bin inspiriert worden, mir einen Ozongenerator zu kaufen oder in diesem Fall mal selber zu bauen. Ganz selber bauen kann man das nicht. Ich gehe jetzt mal gleich darauf ein, wie ich das gemacht habe. Und Leute, wenn hier oben das I erscheint, oder wenn nicht, dann tippt mit dem Finger drauf oder mit dem Cursor, dann erscheint hier oben ein I. Da sind Links, Information. Und dann erscheint hier manchmal auch ein Teaser, dann sieht man das gleich. Aber wenn man das nicht sieht, dann mal hier oben rauf gucken. Das Video wartet hier, dann kann man mal gucken, wie es noch weitergeht. Also, ich habe mir einen Ozongenerator gebaut. Der Schaltplan, dazu komme ich gleich. Der kompliziertere Schaltplan soll uns nicht weiter interessieren. Das wäre zu, sagen wir mal, zu kompliziert für einen Laien, diesen Teil und diesen Teil selber herzustellen. Aber wie man dieses ganze Gerät dann nimmt und kombiniert, darauf gehe ich gleich ein. Und ich habe dann auch ein praktisches Aufbauvideo ganz kurz dargestellt, sodass man sieht, aha, so kann man das machen. Und natürlich auch in Action, ne? Also das ist sehr schön. Wozu habe ich das eigentlich? Wie bin ich drauf gekommen? Ich werde links unten in der Beschreibung anfügen. Da müsst ihr mal gucken. Da steht das drin. Jetzt gleich mal zum Thema selber bauen. In diesem Fall eine ganz einfache Parallelschaltung. Wer nicht weiß, werde ich jetzt hier noch einen Link anbringen. Eine ganz einfache Parallelschaltung von zwei Lüftern. Das sind PC-Lüfter oder Gehäuselüfter oder was auch immer, kriegt man günstig. Und zwei, und verzeiht mir mal dieses blöde Schaltbild, das ist kein echtes Schaltbild eines Ozongenerators. Ich habe aber extra, ich wollte kein G reinschreiben wie Generator, dann denkt man, es wäre ein elektrischer Generator. Und zwei solcher Geräte, und das sind diese Geräte, und das kann man nicht nachbauen. Schon beim Herstellen von solchen Transformatoren, Trafo, damit man von wenig Spannung auf viel Spannung kommt, oder umgekehrt, in diesem Fall auf viel Spannung, Bindungsverhältnis 1 zu 62, wie man das ausrechnet, dazu werde ich auf jeden Fall einen Link einfügen. Das ist schon schwierig, damit er ausreichend spannungsfest ist, muss man den wirklich ganz besonders herstellen, sonst knallen die Windungen hier durch einerseits und schlagen über auf das und dann geht's ab in die Schaltung und dann ist alles kaputt. Und die Keramikplatten, ja, die wurden hier so dargestellt. Ich habe das Schaltbild, ich habe mich lange dumm gesucht nach diesen komischen Dingern. Das ist eigentlich sowas wie eine Edelgaslampe. Die haben dieses Schaltbild genommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht das ganz Richtige. Ihr werdet es ja dann im Video sehen. Das sind Keramikplatten und das sind nun mal keine abgeschlossenen mit Glas abgeschlossenen Lampen, aber egal. So, also die Schaltung soll uns nicht weiter interessieren, könnte ich erklären, bringt es aber nichts. Sondern, wie gesagt, einfach eine Parallelschaltung, nichts weiter, man zieht den Netzstecker dann fertig. So, jetzt zum Thema Netzstecker. Wir haben es hier in diesem Fall, obwohl das nur eine lumpige Parallelschaltung ist, also die Verdrahtung ist ganz billig, haben wir es mit 230 Volt zu tun und einer entsprechenden Leistung. Vielleicht komme ich noch auf einen Link, den ich hier oben anfügen kann, wie gefährlich das sein kann. Dass es einen da ganz schön erwischt. Also damit ist schon nicht zu spaßen. Und Achtung, diese Keramikgeneratoren, berührt die um Gottes Willen nicht. Ich habe auch keine genauen Spannungsangaben gefunden. Aber man schätzt um die 15 bis 50.000 Volt. Deswegen habe ich hier auch gleich mehrere Blitze hingemalt. Also das ist kein Kinderspiel. Lasst euch von Erwachsenen helfen, meinetwegen auch von Elektrikern oder sonst was. Obwohl der Aufbau ganz einfach ist. Immer vorsichtig bleiben und was ich jetzt gar nicht hiermit dargestellt habe, auf jeden Fall kommt hier noch ein Schutzkontakt mit rein. Das Gehäuse muss auf jeden Fall geerdet sein, weil wenn hier irgendwelche Spannungen aufs Gehäuse schlagen und euch erwischen, das wäre bitter. Ja, also das Gehäuse, das Chassis wird mit der Erde verbunden. Das war es eigentlich schon, mehr ist dazu nicht. So, jetzt rede ich noch, rede, 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 denn jetzt müssen die Links erscheinen. Erstens, wie sieht so ein Ding in der Praxis aus? Das Gehäuse und was ist da drin? Wie sehen die Dinger alle aus? Und zweitens, was passiert dann? Nee, nicht hier, sondern hier. Was passiert dann wirklich? Wie sieht das aus, wenn solche Keramikplatten leuchten? Und den Duft kann ich euch leider nicht zeigen. Aber wenn ihr das ausprobiert, Ozon duftet. Achtung, zu viel. Das hat schon Paracelsus gesagt. Die Dosis macht's. Also wer sich dahinter stellt und eine ganze Weile schnuppert, der kriegt Kopfschmerzen. Ozon kann auch giftig sein. Aber denkt an die Links unten in der Beschreibung, da könnt ihr euch weiterbilden. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut und naja, viel Spaß, falls ihr das Ding nachbauen wollt. Tschüss!